So, Kamera läuft. Hallo, liebe Freunde der Tabakspfeife auf YouTube. Ich hatte es eigentlich gar nicht vor, aber ich hatte so viele wirklich tolles Feedback, liebe Willkommensgrüße und Ermunterungen eurerseits bekommen, dass ich jetzt doch mich aufgerafft habe, um gleich ein weiteres Video zu drehen. Und zwar möchte ich gerne eine neue Pfeife, die ich mir zugelegt habe, vorstellen. Ich habe in meinem Vorstellungsvideo ja schon erzählt, dass mir es aufgefallen ist, dass es im Alter kaum Gelegenheit gibt, tatsächlich genussvoll eine Pfeife zu rauchen, wenn man wie ich relativ stark beruflich eingespannt ist und an seinem Arbeitsplatz nicht rauchen kann. Genau, und selbst jetzt im Winter in Cafés oder in Kneipen ist es in der Regel ja mittlerweile nicht mehr möglich in Hessen zu rauchen, außer man geht in solche ja, voll isolierten Kammern. Gruselig, nein. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also das Problem gehabt, dass ich selten zum Rauchen gekommen bin. Obwohl es mir sehr viel Spaß bereitet und auch, ja, die Sache ist die, wir haben ein kleines Kind und zu Hause rauchen wir nicht, außer mal ausnahmsweise hier hinter verschlossener Küchentür bei offenem Küchenfenster. Aber das ist auch jetzt, wo das Thermometer beständig fällt, kein großer Genuss, wenn man nicht morgens mit einem steifen Hals aufwachen möchte. Genau. So, also das Problem war schlichtweg, dass ich meine wunderbare Pfeife, die ich vorgestellt hatte, die Dr. Boston, wie ich mittlerweile gelernt habe, französisch, Dr. Boston, die habe ich das letzte Mal als Dr. Boston No-Name-Produkt deklariert. Das ist natürlich vollkommen falsch. Dr. Boston, das sind gute Pfeifenmacher aus Saint-Claude in Frankreich, die mir dieses wunderschöne Objekt beschert haben. Genau, das Problem war, dass die Pfeife häufig nicht zu Ende geraucht wurde. Ne? Ich habe dann irgendwie draußen auf dem Weg von A nach B mir meine Pfeife angesteckt. Dann muss man sie wieder ausmachen, wenn man angekommen ist und wo die Zeit um war, man wieder weitermachen musste in der Probenpause oder sonst wie. Das war alles sehr unbefriedigend und ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich trotzdem in den relativ vollen Alltag eine kleine Pfeife integrieren kann hin und wieder oder auch einfach mal vor die Tür zu gehen. Und dabei bin ich auf die Mini-Pfeife gestoßen. Ich weiß, das ist ein Thema, das polarisiert. Viele sagen, dass man, wenn man Pfeife raucht, sich dafür geflext auch die Zeit nehmen soll, das wirklich zu genießen und nicht wie Zigarettenraucher mal eben schnell vor die Tür gehen. Das ist ganz genauso. Vollkommen richtig. Absolut. Aber ich wollte trotzdem nicht darauf verzichten und habe mir diese Pfeife hier gekauft. Das ist die Faun Mini. So. Die Faun Mini ist ein, macht ihren Namen alle Ehre, sie ist wirklich sehr klein. Wenn man die mal mit der Dr. Boston, der Billard hier vergleicht, die jetzt auch keine sehr große Pfeife ist, dann merkt man schon, ja, von vorne, ja, wirklich klein. Wirklich klein. Das Füllvolumen ist klein. Ja, also hier der kleine Nagel verschwindet gerade so, aber auch nur gerade so. Das ist die Pfeife. Ja, das ist die, die sandgestrahlte Variante, die braune sandgestrahlte Variante. Da gibt es auch in schwarz und weiß und in glänzend braun. Ich fand die am schönsten. Ich finde die Maserung auf der glänzenden, auf der polierten, die kommt nicht so zur Geltung bei so einer kleinen Pfeife. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Das sieht nicht so schön aus. Und da fand ich die sandgestrahlte Variante am schönsten. Das ist, hat einen leichten Schwung, wie man sieht. Ich glaube, bei so einem kleinen Objekt macht das keinen Sinn, von einer Quarterband zu sprechen, weil ja hier auch Mundstück und Pfeifenkopf relativ ineinander übergehen. Hier dieser Übergang ist ja ganz winzig, das ist ja wirklich der Größe geschultert. Die Pfeife ist 9 mm gefiltert, ist sehr schön verarbeitet. Das Mundstück hier, das liegt alles ganz, schließt ganz bündig, ganz schön, ja, genau. Kann man ja auch eigentlich nicht anders erwarten bei Faun.
sollte man nicht anders erwarten müssen. Genau, eine ganz schöne Pfeife, die ich wirklich sehr schätze. Kleines rundes Bäuchlein. Ja, ich glaube, da von irgendwie Apple oder sonst was zu sprechen, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Bei dieser Größe. Von unten nochmal. Ja, eine ganz, ganz schöne kleine Pfeife. Man braucht keinen Feinschnitt oder sonst was. Man kann sie mit ganz normalen Mixtures wunderbar rauchen. Je nachdem, wie stark man sie füllt, raucht man sie zwischen 10, naja, sagen wir 15 Minuten und einer halben Stunde. Das ist ungefähr, man kann auch eine Dreiviertelstunde strecken, wenn man sie zwischendrin mal ausgehen lässt. Genau, das ist so die Zeit, also optimal, klein, gebogen. Man kann sie sehr schön lässig in den Mundwinkel hängen, das ist auch wichtig. Ja, geht gut. Die andere Seite zum Vergleich. Großartig. Funktioniert. Wunderbar. Sehr schöne Pfeife, schönes Stück. Sehr zu empfehlen. Wer es mag, das ist wirklich eine gute Sache. Passt wunderbar. Zack, in die Westentasche. Ich habe in meine Jackentasche passt hier wunderbar rein. Und in einer Mutze-Stunde zwischendrin kommt die dann zum Einsatz. Ein schönes kleines Stück. Von meiner Seite her auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist jetzt, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht mit in die Pfeifensammlung. Es ist jetzt kein hochwertiges, absolut unglaubliches Stück, was man zwingend besitzen muss, aber so sehr schön funktional. Ich bin wunschlos glücklich mit dem kleinen Gerät. Genau. Das war die Faul Mini. Damit rauche ich momentan einen schwarzen Pfeifentabak. Von Tabak Bohnen in Darmstadt, die Hausmarke, eine Hausmarke. Das heißt, die seligen Namen Pipe Tabaco Black. Zweifach fermentierter schwarzer Tabak, relativ fein geschnitten. Das Tabaksbild würde man jetzt hier bei der Kamera gar nicht großartig erkennen, deswegen lasse ich es gleich sein. Und tatsächlich ist das ein Tabak, der mir in der kleinen Pfeife besser schmeckt als in der größeren. Vielleicht, weil ich ihn dann nicht so stark verdichte beim Stopfen, weil die Pfeife nur so klein ist, wenn man da eher vorsichtig ist. Mag sein, dass es daran liegt, dass die dann mehr Luft bekommt. Ein guter Tabak riecht unglaublich gut. Das ist ja mein Großfetisch. Riecht so, wie man sich Pfeifentabak vorstellt. Idealtypisch. Sehr schön, ein sehr gutes Kraut, genau, in dieser kleinen Pfeife zu genießen. So, das war's von mir. Ein bisschen Faunwerbung. Ein bisschen eine Lanze für die Mini-Pfeife brechen, die so viel Schelte schon bekommen hat, weil sie die Muße, die hohe, mußevolle Kunst des Pfeiferauchens in wenige Minuten zu pressen verspricht, was sie aber nicht tut. Also man kann so eine Pfeife nicht in 5 Minuten rauchen, das ist, glaube ich, physikalisch gar nicht möglich. Was auch bemerkenswert ist, sie wird überhaupt nicht heiß. Sie wird überhaupt nicht heiß, also sie wird warm. Heiß wird sie wirklich nur, ja, wenn man sie sehr hektisch raucht, das tue ich nicht. Und das obwohl wirklich, na, man sieht ja, da ist wenig Holz. Genau. Sehr wenig Holz und trotzdem wird diese Pfeife ganz erstaunlich nicht heiß beim Rauchen. Das war so meine Hauptbefürchtung eigentlich, dass man so eine kleine Pfeife hat und die glüht dann wie ein Glühdraht leuchtet in der Nacht. Das ist nicht so, erfreulicherweise, sondern lässt sich ganz wunderbar rauchen. Ein schönes Stück. Ja, genug davon, genug Faunwerbung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, genau, das hoffe ich. Ich wünsche einen schönen Abend, einen schönen Tag. Viel Spaß mit euren Pfeifen. Adios.